Moin. Bei diesen Temperaturen wird man einfach nur affig, die wir in letzter Zeit haben, das dachte sich auch der. Und gleichzeitig hat er sich da dieses andere Wildwasser-Rafting gegönnt, indem er da einfach ohne Boot, ohne alles, da irgendwelchen Wasserfällen und Stromschnellen nachgetrieben ist. Boah, ich habe mir das Ganze mal angeguckt, weil ich das schon sehr erstaunlich fand, was der da macht. Weil sowas sieht man auch nicht jeden Tag. Aber groß umgebracht habe ich den jetzt nicht. Warum denn auch? Es hätte mir eh nichts gebracht. Wäre ja absolut langweilig gewesen. Ich war aber tatsächlich mal wieder ein bisschen GTA spielen vor kurzem. Und ja, offensichtlich. Sonst wäre dieses Video jetzt hier nicht entstanden. Und die Lobby war an sich relativ lame, aber es ist auch ein bisschen was passiert, weil ich mir dachte, kann man ein Video draus machen. Und dementsprechend, ja, habt ihr wieder ein bisschen GTA-Content. Yeah! Jubel! Ich muss vorweg schon mal eine Sache sagen, ihr werdet auch ein paar Live-Commentary-Ausschnitte hören. Die muss ich leider noch mit meinem Headset aufnehmen. Weil tatsächlich, auch wenn ich ein gutes Mic habe, mit dem ich jetzt aktuell gerade spreche, hört sich das auf der PlayStation leider scheiße an, weil die PlayStation da irgendwas verkackt hat und deswegen klingt das einfach wack. Ich meine, mein Headset klingt schon beschissen, aber mein Mikrofon an der PlayStation angeschlossen klingt nochmal schlimmer. Ja, ist sehr ärgerlich, müsst ihr euch halt trotzdem mit abfinden. Und da ging eine Führungsflucht an. Und das ist doch das, auf was ich gewartet habe. Da habe ich eine Berechtigung, diese Leute anzugehen. Weil die machen ja hier einen VIP-Auftrag. Und es ist ihr Ziel, den VIP da umzubringen. Und wenn die da halt AFK in der Gegend rumstehen, sodass sie halt dann die ganze Zeit On-Raider sind. Ja, sorry, dann ist man halt einfach selber schuld. Ich meine, an sich wäre es auch nicht, glaube ich, so schwer gewesen, den dann zu spotten. Aber ich habe ihn dann erstmal verfehlt, habe dann erstmal zweimal seinen Mitarbeiter umgelegt gehabt. Aber ich wusste ja dann, wo er sich verkämmt hatte, konnte dann hier einen besseren Winkel bekommen. Ja, und dann habe ich ihm die Führungsflucht abgenommen. Ist alles legitim, ist kein Griefing. Nee, nee, nee. Ich meine, ich habe ja Geld damit gemacht und nicht gerade wenig. Gut, für GTA-Verhältnisse auf jeden Fall viel zu wenig, aber mein Gott, fürs Frachtenzerstören kriegt man nur 2K. Die bringen einem absolut gar nichts. 10k kannst du die Versicherung von einem Ranzkarren, der nur 10k in der Versicherung kostet, bezahlen. Ist doch was. Wenig später bin ich dann rumgeflogen, nachdem ich meinen Akula repariert habe, weil ich während der Führungsflucht da von irgendwelchen NPCs angeschossen wurde. Und dann habe ich da so einen Typen gestalkt, der mit so einem Drogenfahrzeug rumgefahren ist. Und da kam auch ein Noob-Biker hin, der den offensichtlich griefen wollte, weil er dem da Raketen entgegengeschossen hatte. Die Fahrzeuge kann man nicht anvisieren, deswegen hatte der eine Hard Time, den da zu griefen. Ich allerdings auch und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht groß, was ich zu dem Clip noch sagen soll. Ich lasse euch den jetzt einfach mal laufen und ihr könnt euch ja mal diesen tollen Noob-Bike-Nerf angucken. Ob das jetzt einfach alles mein Versagen war oder das Positioning zueinander beschissen war, weiß ich nicht. Aber ja, geiler Noob-Bike-Nerf auf jeden Fall. Meiner Cooler war dann quasi für'n Arsch, ja, hatte einen Totalausfall und ich habe mir dann einen Buzzard bestellt. In der Zwischenzeit hat sich der Noob-Biker dann gedacht, oh, jetzt wird's Zeit für eine heftige Laserbelastung.
ja, irgendwann kam er halt wieder nur mit Lenkraketen an. Ich meine, ich habe sowieso damit gerechnet, dass der jetzt nicht besonders fähig ist, was den Laser betrifft. Aber dass er zumindest mal einmal die Kanonen benutzt, hätte ich eigentlich schon erwartet. Aber nee, er nicht, ja. Und leider ist er nicht so schön um mich gekreist, wie ich das eigentlich auch gerne gehabt hätte. So fiel es mir persönlich sehr, sehr schwer, den dann mit den Miniguns zu hitten. Ich habe ihn ein paar Mal gehittet, aber er wollte halt dann auch so fliegen, dass er halt Raketen auf mich spammen kann. Dementsprechend hat er halt dann da seine Manöver geflogen, die mir nicht so ganz gepasst haben. Aber den hat sowieso was anderes zerrissen und das könnt ihr euch jetzt noch in Ruhe zur Gemüte führen, weil, ja, das ist halt auch wieder ein wunderbares Beispiel, was in diesem Spiel teilweise alles so falsch läuft, ja. Also wenn der jetzt dashboardet, dann weiß ich auch nicht. Ja, guck ihn dir an, ey, es ist so lächerlich. Aber hauptsächlich sich wieder einen Laser und einen Dicken markieren wollen hier. Als der Typ dann aus der Lobby draußen war und einiges an Zeit vergangen ist, hab dann ich mir gedacht, ich starte jetzt mal eine Führungsflucht aus Langeweile, weil ich damit Leute triggern wollte, dass sie hierher kommen und da wirklich versuchen, mich halt zu finden. Ja, außer einem Casual oder Noob und einem im Laser, der ab und zu mal Löcher in die Luft gesprayt hatte, in der Hoffnung, dass er mich damit irgendwie kriegt, war hier leider dann auch nicht sonderlich viel los und diese Führungsflucht war dann relativ langweilig. Ich verstehe es aber auch irgendwo nicht, dass so eine Führungsflucht meistens immer nur irgendwelche Noobs oder Casual Gamer, die nicht sonderlich viel Erfahrung haben, anzieht. Weil an sich wären Führungsfluchten so einfach. Man müsste ja nur ein bisschen Counterplay, was das auf Raider betrifft, machen und dann wäre das eigentlich gar kein Problem. Aber ja, das ist halt hier für die meisten absolut nicht relevant. Auch der Chat hat absolut reingeschissen. Er wusste auch nicht, was er macht. Er hätte da einfach nur mit Lenkraketen ausgerüstet über das Gebiet fliegen müssen. Hätte mich dann anvisieren können und hätte genau gewusst, wo ich dann bin. Aber ja, wenn man das halt da nicht checkt, dann ist die Führungsflucht für mich absolut gar kein Problem zu gewinnen. Ja, schade, dass die nicht mehr ansatzweise so viele Leute triggert, wie das mal der Fall war. Nachdem ich die Führungsflucht dann allerdings abgeschlossen hatte, ist mir dann ein knallroter Chat aufgefallen, der auch den ein oder anderen Kill gemacht hat. Und ich dachte mir so, oh ja, das könnte interessant werden. Hab mir dann am Trevor Airfield einen B11 bestellt, damit ich ausreichend Zeit habe, da auch reinzukommen. Und ziemlich abseits zu sein ist für sowas immer ganz sinnvoll. Bin dann in die Stadt geflogen und dann kam er auch auf mich zu. Und zum Glück hatte ich mir einen B11 genommen. Wäre ich jetzt in einem Laser gesessen, wäre ich tot gewesen. Da habe ich den beim XD zurückgeschrieben, weil ich das schon ziemlich lustig fand, dass er sich da gerade selber zerrissen hatte. Und seine Nachricht, ja, was soll ich dazu groß sagen, ne? Der wird sich jetzt wieder einen Chat holen, aber diesmal das ist nicht so leicht für ihn. Es sei denn, er sollte mich jetzt auf mysteriöse Art und Weise rausschneiden. Pressure.
der mit dem Minigun auf mich? Ist das dein Ernst? Ja, meine Anflüge sind echt zum Kotzen, Digga. Vor allem, er steht halt auf dem Real nur still. Ja, jetzt flüchtet er sich irgendwo in den Deckung rein. Na, so nicht. Ja. Chill out, Kid, wollen wir mal chatten, not BF. Wenn du so ein guter Dogfighter bist, dann müsstest du dich auch gegen mich im BF schlagen können. Ich sag euch so, wie es ist, Leute. Jeder ansatzweise gute Dogfighter, der würde mich aus dem BF rausziehen. Mit dem Laser. Oh, jetzt hat er verlassen. Och, Digga. Nachdem unser Profi-Dogfighter dann die Lobby verlassen hatte und auch wieder einiges an Zeit vergangen ist, dachte ich mir so, fuck off, die Lobby ist eh schon fast leer. Mobst du jetzt noch die letzten Spieler daraus, dann hast du da eine Solo-Lobby. Ich hatte zwar keinen Grund dafür, mir eine Solo-Lobby zu erharzen, aber ich wollte das einfach haben. Ja, und so hat der sich erstmal ein bisschen Hunter von mir eingefangen gehabt. Also der war wirklich sehr hartnäckig da, der hat ordentlich durchgehalten, was ich den abgefarmt habe, kann man sich nicht vorstellen. So, den hat er mir dann irgendwann rauchig geschossen gehabt, dann hat er von mir noch einen Buzzard bekommen und auch den hat er mir rauchig geschossen, also hat er dann nochmal einen Hunter abbekommen. Na, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie hart ich den abgefarmt habe, aber der hat so viele Tode von mir gedrückt bekommen, aber er war so fucking hartnäckig. Aber wie ich da schon mal in einem anderen Video gesagt habe, ist sowas halt auch irgendwann langweilig und dann bin ich weggeflogen in die Wüste. Da habe ich mir dann den treuen Buzzard bestellt und dann ging's richtig los. Ich glaube, der kommt jetzt zu mir. Sehe ich ihn schon. Der ist absolut im Highground. Gott. Das war intens. Are you scared? What the fuck? Ja, Auto-Aim. Erfolgsversprechen. Hey, was ist los mit ihm? Ich töte jetzt 3-4 Mal und dann gehe ich aber wieder, das ist ja boring. Er versucht halt wirklich mit dem Snipe, ne? Der will so seinen Snipe haben, I guess. Ja, Digga, das ist boring. Oh, vielleicht engage er, wenn er merkt, dass ich auf ihn zufliege. Vielleicht dann. Guck. Oh mein Gott. Kannst du dir nicht ausdenken? Was geht? Oh, Jungs, er hatte wieder sein Sparrow.
Okay, er schreibt ja, ich bin scared, ja? Okay. Das heißt, ich fliege jetzt, weil er seinen Sparrow hat, wieder auf ihn zu. Ne? Guck auf die Map, ja, Master Vito. Weil, wäre ich ja scared, dann würde ich ja jetzt wegfliegen, ne? Da. Okay, sein Englisch ist ja richtig schlecht. Ja, Bruder, mit dem Momentum, Alter, bist du so schnell weg. Und damit neigte sich dann die Lobby auch ziemlich dem Ende hin, weil da nicht mehr sonderlich viel passiert ist, außer dass er mich noch ein paar Mal angetextet hat, von wegen ich wäre scared, und dann habe ich ihn noch ein paar Mal mit einem Savage umgebracht, bis er dann die Lobby verlassen hatte, und damit hatte ich dann auch die Solo-Lobby, die ich da durch dieses Mobbing erreichen wollte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Man sieht sich.